Stille. Ich höre nichts außer dem Plätschern des Wassers und dem leichten Pfeifen des Windes. Niemand hilft mir. Niemand weist mir den Weg. Nur ich, mein Auftrag und mein Adler. Wohin es als nächstes gehen soll? Stentor sent me. Said you've been having trouble with spies. The man said he went towards the hill. Easier to avoid pursuit in that terrain. Richtig. In dieser Richtung müsste das liegen. Nur wo genau? Das wird die Zeit schon zeigen. Die Welt, sie ist so gleichförmig, so redundant und doch so schön. War ich an diesem Lager nicht schon mal? Oder spielt mir mein Verstand einen Streich? Ich sehe es, aber ich sehe auch den Boden, die Berge, das Meer. Ich schaue nicht hindurch. Ich muss immerhin aufpassen, wie und dass ich mein Ziel darin finde. Bin ich hier richtig? Die Beschreibung stimmt. Am besten verschaffe ich mir mit Ikarus einen Überblick. Mein guter Freund hat mir schon so oft aus der Patsche geholfen. Er wird auch hier bestätigen, ob ich richtig bin. That's the thief. Jetzt darf ich hier nur nicht gesehen oder gehört werden. Psst. Das Ziel ist fast direkt vor mir. Verdammt! Jetzt hilft nur eins. Ich habe es wieder mal geschafft. Nun muss ich mir nur noch meinen Lohn abholen. Und wieder einen Auftrag weniger. Das Leben eines Söldners ist kein leichtes. Aber ich lerne die Welt kennen und mit ihr umzugehen. Sie zu sehen, zu erleben und zu erfahren. Ein Privileg, das nicht vielen widerfährt. Assassin's Creed Odyssey unterscheidet sich spielerisch kaum von seinem direkten Vorgänger. Es ist im Grunde ein noch kompromissloseres Action-Rollenspiel mit Anleihen von Black Flag. Und doch macht es einen deutlich durchdachteren und kohärenteren Eindruck. Die Entscheidungen wirken sich vielleicht nicht in einem Maße aus, wie es Fans von Baldur's Gate, Divinity Original Sin 2 oder Mass Effect gewohnt sind, aber sie sorgen dafür, dass ihr deutlich mehr in die Geschichte um Cassandra und Alexios involviert seid, auch wenn der Plot mal wieder nicht unbedingt eine Open World braucht. Zusätzlich bietet das Rollenspiel neben den bereits bekannten Gameplay-Mechaniken neue und vor allem durchdachtere Spielinhalte. Die Papyrus-Rätsel sind mit den Ostrakon-Tafeln deutlich ausgeweitet worden, die Anhänger des Kultes benötigen ebenfalls ein waches Auge und euer Mitdenken, die Schlachten machen Spaß, das Fahndungssystem gibt euch ein Gefühl von Konsequenz. Kurzum, alles was ihr irgendwie tut, ist in etwas eingebettet, aber alle Mechaniken verschwimmen ineinander und bilden ein großes Ganzes. So machen die Fleißaufgaben auch viel mehr Sinn und Spaß. Und für Puristen gibt es nun sogar explizit einen Modus, der viele Markierungen abschaltet und so den Blick in die wirkliche Welt fördert. Das Dialogsystem erfüllt hier nicht nur eine theoretische, sondern auch eine direkte Pflicht. Es gibt euch inhaltlich Ziele vor und ihr müsst nun wirklich in die Welt gucken und nicht hindurch. Damit ist Assassin's Creed Odyssey deutlich besser als Origins, ohne wirklich viel zu verändern. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber noch lange nicht erreicht.